Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind und geht es heute weiter mit dem Schiri-Ground Simulator. Im letzten Jahr haben wir hier die Piste 8 repariert. Und ich würde sagen, jetzt kaufen wir uns das neue Fahrzeug. Und zwar mit dem Schnellmobil. Und zwar das hier für eine Rettungs- und Transportmissionen. Steigen wir ein. So. Ich bin jetzt noch von Himmel. Machen wir den Motor an. Können wir das Blut anschalten. Und dann fahren wir mal. Was ich gedacht habe, was wir heute machen können, ist, dass wir hier Talstation kaufen. Vielleicht den kaufen wir unseren Bergschützen vielleicht, aber auf jeden Fall mal die Bergschützen, die Talstation. So dass wir dann vielleicht die Piste 5 fahren. Damit wir den dann noch reparieren können, bevor die Skifahrer kommen und sich das noch ausgeht. So. Da ist schon der Bleifritz von der Talstation. Muss ich abschauen. Kann man den jetzt kaufen? Wahrscheinlich da, oder? Ne. Ah, da kann man es kaufen, so. Dann kaufen wir die Station. Kann man gleich mal. Ah, ja, uns gehört jetzt die Bestellung. Man hat jetzt die Sau. Steigen wir schnell wieder ein. Den Parkplatz kaufen, macht der Weg mal immer gut Geld. So, Parkplatz kaufen. Heißt die was der Zustand ist 100%, das ist ja super. So, dann steigen wir da rein und fahren immer zu Fischkugel. Jetzt sind wir wirklich am Stress, in 9 Minuten sind die ersten Skifahrer da. Oh je, oh je. Ja. Meine Fahrskills halten sich in Grenzen. So, genau, da wieder. Ja, Motor aus. Und dann können wir einen Tisch machen anschauen. Hier ist Schildmotor, Zwei Mondblumen sind wir schneller, als wir hier rauskommen würden. So. Zum Glück steht noch Kraft auf dem Weg, also kommen wir super durch. Und jetzt müssen wir wieder die Weite senken und dann können wir wieder diese Piste reparieren. Ist ja auch, glaube ich, hier nur ich glaube, das ist auch nur eine blaue Piste. Da sieht man es jetzt auch am Rand, weil ich glaube ich noch weniger schnell als auf der Piste gestern. Weil der ist die Spur sehr schmal nur. Dann mal schauen, dass man es einfach gut hin will. Vielleicht muss man nachher irgendwann auch so beschneiden. Aber ja, schauen wir mal, wie wir so schnell auskommen. Das ist schon eine andere Piste, das heißt, dass das hier nicht so bis daher. Das machen dann die Wald so. Und drehen dann da rein.
so weit ist. In der Mitte wird es sehr gut geschoben. Dann immer, wenn wir die Flecken durchschauen, hätten wir doch gleich in der Mitte fahren sollen, das ist nicht so mehr. Ja, kann man jetzt nichts mehr machen. Aber man sieht es auch normal, sollte da glaube ich nur bis da draußen zum Schild sein, aber. Oder der Bogen dann rausdrücken, weil ich jetzt. Ja, man kommt gerade so hin mit dem Schild. Das ist sehr knapp bemessen am Anfang. Man kann ja auch auf dem Wetter schauen, aber das schaut in den nächsten Tagen nicht nach Schneefall aus, ja. Wir können ja auch wieder die Arbeitsscheinwerfer einmachen. Dann lassen wir nur vorne, hinten, was noch rauskommt. Dann kann man auch von innen zum Becken wieder. Eben, genau das wird jetzt sein, das ist eine Mitte der schwarze Kante, genau. Ja. Hätte man sich zuerst überlegen müssen. Übrigens, wir konnten auch die anderen Dichten präferieren, aber solange sie uns nicht gehören, sieht alleine keinen Sinn. Wir werden uns jetzt natürlich oft an Stationen kaufen, haben wir genug Geld. Wir haben schon letzten Mal gesagt, sonst hätte es einfach zu lange dauern, bis wir das Geld haben, wenn wir dann Stationen kaufen können. Und das wäre dann auch nicht rein zum Zuschauen. Und dann haben wir rückwärts gemeint, da ist man auch weg, den wir noch nicht mehr machen müssen. Oh, das ist schon Sibo. Das ist natürlich nicht gut. Wir machen das jetzt trotzdem noch schnell fertig. Bin auch gerade drauf gekommen, das Beat war bei der Zeit zuerst auf 5. Da wird es hochgestellt auf 1, weil das ist ja. Wenn man das schweilig und nachher das Beat nochmal 5, ist nicht gut. So, sonst wollen wir was zum Reparieren? Ich glaube nicht. Fahren Sie einfach durch den Zug, das geht ja nicht. Machen wir mal das Gebiet an. Damit uns keine überhören kann. Oder unten ist nur ein kleiner Fleck. Den nehmen wir noch mit und dann sind wir auch schon runter von der Piste. So. Balkon einfach dahin. Dann können wir nach vorne weg von der Uhr. Machen wir das Licht aus. Und dann machen wir den Vorwärtsbogen rein. Wenn das Gebiet da ist. So. Wenn wir den Motor raus hat. Ah. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt. Das war nur der Rückwärtsgang, wenn das war. Da können wir auch nur was kaufen, das machen wir zu. Innenstand, schief, oh, schieferleitet, das ist ein Teil der Dreischutzung, direkt vor dem Beifeld. Ja, machen wir schieferleitet. Okay. Was können wir da kaufen? Eine kleine Erweiterung. Kaufen. Information generieren. Alter, also, haben wir ja schon Informationen, wir machen da Kinderbetreuung. Ja. Und ich mach von allem ein bisschen was hin. Sonst können wir später auch noch umbauen. Was jetzt da vielleicht auch noch cool ist, da ist der Gondel, den kann man steuern. Also, der kann man jetzt einschalten.
machen können wir Notfahren. Ja, du hast dich jetzt so schnell los beim Schwankschutzhänger. In Ansicht gibt es da keine. Ich finde es das cool, dass man da sozusagen einmal die Gondel fahren kann. Man kann auch einfach mal anhalten. Wir können sogar rückwärts fahren, aber das hat im Moment keinen Sinn. Ich glaube, da kriegt man dann sogar ein bisschen Geld, wenn man das hat. Das wird man nachher dabei gleich sehen. Da kommt der andere Gondel uns entgegen, hallo. Ja. Ja, ich finde auch die Gondel cool, es ist jetzt ja. Da fahren wir über die Piste drüber. Die eindeutig nicht so gut präpariert ist in unserer Richtung. Und die Station da oben kaufen wir uns dann vielleicht im nächsten Teil, würde ich sagen. Ja. Sollten wir ein bisschen bremsen. Ja, wir haben halt. Genau, wir haben 2100 gekriegt, aber wir hätten nur 1000 mehr bekommen, wenn wir langsamer gefahren wären und halt, also dass es halt nicht so geschwankt hätte. Wir könnten jetzt eine Lieferung machen, aber ich würde sagen, das machen wir dann auch in einem der nächsten Teile, weil das war es jetzt mit dem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einen Like da oder sogar ein Abo.